Ja, nochmal guten Morgen und herzlich willkommen, Nett. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und wir eine neue Kooperation mit BIC für alle haben. BIC, Sie sehen es hier stehen, steht für barrierefrei informieren und kommunizieren und klärt über die Vorteile eines barrierenfreien Internets auf, wird auch gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Wir wollen Ihnen heute in einer Einführung zeigen, was Barrierefreiheit in diesem Zusammenhang bedeutet, welche Vorteile auch damit verbunden sind und wie Sie auch oder wie auch kleine Non-Profit-Organisationen Barrierefreiheit konkret umsetzen können. Dazu begrüße ich ganz herzlich Simone Lerchel, die heutige Referentin, und Sonja Weckenmann. Wir haben heute die ja, besondere Situation und den Luxus. Sie sehen es, wir sind zu dritt und wir haben heute eine Expertin im Chat, die Frau Weckenmann, die Ihnen auch schon während des Webinars die Fragen beantworten kann. Dazu klicken Sie einfach in Ihrem Bedienpanel ganz unten auf die Fragen-Chat-Funktion und können dort Ihre Fragen, Anregungen oder auch Kommentare stellen. Zur Information, es wird hier eine Aufzeichnung geben, sogar mit Untertiteln, und die wird dann ab Oktober in unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stehen. Die Präsentation, die Sie sehen, die schicken wir Ihnen dann nach dem Webinar zu. Ja, das war es schon von meiner Seite. Frau Lerche, ich übergebe an Sie und wir freuen uns und sind gespannt. Ja, herzlichen Dank, Frau Klaas-Peters, für die Einführung und auch von meiner Seite ja, guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe zum Thema barrierefreies Internet. Mein Name ist Simone Lerche und ich werde heute ins Thema einführen und morgen und übermorgen, ebenfalls um 11 Uhr, wird es ja dann um die Umsetzung gehen. Barrierefreiheit im Web wird in einer Gesellschaft, in der nicht nur eine Menge Informationen, sondern immer häufiger auch Dienstleistungen oder sogar Lerninhalte über das Internet, also webbasiert angeboten werden, in unser Bewusstsein rücken müssen. Wir wollen nämlich alle Menschen, auch Menschen mit Behinderungen, mitnehmen. Und um hier aufzuklären und um Umsetzungswege aufzuzeigen, sind wir mit unserem Projekt BIC für alle angetreten. Frau Klaas-Peters hat es schon gesagt, es ist ein Projekt, was gefördert wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und ja, zum Projekt sage ich später noch mal ein bisschen was. Jetzt möchte ich ganz gerne Sie noch ein bisschen genauer kennenlernen. Und deswegen kommt gleich die erste Frage. Ich weiß nicht, Frau Klaas-Peters, ob Sie die Frage einblenden können. Meine Frage wäre, welche Aufgaben übernehmen Sie bei der Erstellung von Webangeboten? Und es gibt folgende Antwortmöglichkeiten. Ich pflege Webinhalte ein, also eher so die redaktionelle Arbeit. Ich entwickle Webangebote. Ich verantworte den Webauftritt und anderes. Ja, die Frage, Sie haben es gesehen, ist eingeblendet. Bei anderes, wenn da noch was Interessantes ist, können Sie uns das auch immer gerne im Chat schreiben. Ja, und über 60% haben auch schon geantwortet. Vielen Dank Ihnen zur Info. Es sind jetzt knapp 200 Teilnehmer hier im Raum. Ich warte noch ganz kurz. Dann zeige ich Ihnen die Ergebnisse. So, dann schließe ich die Umfrage und ich zeige Ihnen die Ergebnisse. Die meisten, 68%, pflegen Webinhalte ein, 42% verantworten den Webauftritt, 34% entwickeln Webangebote
und 18% haben anderes geklickt. Da kamen noch im Chat die Antworten: Gestaltung des Internetauftritts und ja, das war's. Vielen Dank. Genau, herzlichen Dank für den Einblick. Dann kann man schon mal sagen, Sie oder die meisten von Ihnen sind rund um die Erstellung von Internetseiten aktiv. Und ja, wir wollen in der Einführung jetzt erstmal ein Gefühl und ein Gespür vermitteln, wie eigentlich Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen im Internet aktiv sind. Und dazu möchte ich Ihnen erstmal vier Personen vorstellen, damit die Anforderungen, über die wir in heute und in den nächsten Tagen sprechen, einfach auch plastisch werden und keine leeren Anforderungen oder Codeschnipsel bleiben. Ja, und da möchte ich Ihnen als ersten Bekannten von uns Carsten vorstellen. Auf dem Foto, das ich eingebunden habe, lächelt uns ein grauhaariger Herr mit Brille entgegen. Er sitzt an einem Computerarbeitsplatz. Ja, Carsten ist Akustikingenieur. Wir kennen ihn aus einem Projekt zum Thema Schwerhörigkeit. Und er ist durch mehrere Netzhautablösungen und einen grauen Star seh eingeschränkt. Und er hat auch eine Rot-Grün-Fehlsichtigkeit oder Sehschwäche. Er steht stellvertretend für die Nutzergruppe mit Seheinschränkungen. Das heißt, da denken wir natürlich an alle Menschen, die fehl- oder alterssichtig sind. Es gibt aber auch eben ganz, sag ich mal, ungewöhnliche Seheinschränkungen, zum Beispiel den sogenannten Tunnelblick, wo eben Gesichtsfeldeinschränkungen der Fall sind, oder eine Makuladegeneration, wo eben der Punkt des schärfsten Sehens seine Funktion verliert. Und all diese Nutzer mit Seheinschränkungen müssen wir eben auch mit unseren Internetseiten oder bei der Gestaltung von Internetseiten im Blick behalten. Die Nutzer mit Seheinschränkungen sind genauso gerne im Internet wie wir alle. Früher gab es ja wenig Materialien in Großdruck, man musste viel mit Lupe lesen. Deswegen ja, ist das Internet bietet eben klare Vorteile. Warum? Menschen, die seheingeschränkt sind, nutzen das Internet zum Beispiel mithilfe von Vergrößerungssoftware. Das ist auch in diesem Bildausschnitt nochmal zu sehen. Der Bildschirm von Carsten zeigt eine vergrößerte Schrift. Und Carsten hat noch was Besonderes. Er hat sich individuelle Farben eingestellt. Sein Bildschirmhintergrund beispielsweise ist schwarz, seine Schrift ist gelb. Und das machen seheingeschränkte Menschen häufig aufgrund einer Blendempfindlichkeit. Wie gesagt, über den Browser kann man Einstellungen vornehmen, zum Beispiel die Zoom-Vergrößerung und eben auch diese individuellen Farbeinstellungen. Ich zeige Ihnen jetzt mal eine Barriere für Menschen mit Seheinschränkungen. Und zu sehen ist hier ein Screenshot von einer Seite zur Flugsuche. Und die Idee ist ja ganz gut. Man sieht ein Flugzeug, was der Sonne entgegenfliegt, der gelben Sonne. Und in dieser gelben Farbfläche ist zum Beispiel Schrift eingebettet. Und diese Schrift ist durch den schlechten Kontrast hier kaum lesbar. Für gut sehende Menschen schon kaum lesbar, aber natürlich für Menschen mit Seheinschränkungen eine komplette Barriere. Man kann sagen, ein Kontrast zwischen hellgelb und weiß oder hellgrau und weiß ist eben zu gering. Darauf muss geachtet werden, aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, Zugänglichkeit zu schaffen für Menschen mit Seheinschränkungen. Zum Beispiel muss eben darauf geachtet werden, dass Inhalte vergrößerbar sind, skalierbar, ohne dass Inhalte verloren gehen oder durch Überlappungen unlesbar werden, wie ich es gerade
gezeigt habe, man muss auf gute Kontraste achten, man muss darauf achten, dass eigene Farbeinstellungen möglich sind, dass Inhalte durch individuelle Farben nicht verloren gehen. So ein Ausschnitt, dass man mal ein Gefühl kriegt, was für Barrierefreiheitsanforderungen haben Sie eingeschränkte Menschen. Dann kommen wir zu einer weiteren Bekannten von uns, das ist die Heidi. Hier lächelt uns eine blonde Frau, ebenfalls am Computer sitzend, entgegen. Die linke Hand liegt auf der Tastatur. Die rechte Hand ist durch eine spastische Lähmung bewegungsunfähig. Und deswegen bewegt sich Heidi rein mit einhändig mithilfe der Tastatur durchs Web. Schwierigkeiten, die Maus zu nutzen, haben viele Menschen. Also Heidi ist sozusagen eine von dieser großen Gruppe. Man denkt da vielleicht auch an Menschen mit entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma oder Menschen, die eben durch Erkrankungen des Nervensystems wie Multiple Sklerose oder Schlaganfall oder nach einem Unfall Probleme haben, die obere Extremität zu bewegen. Menschen mit motorischen Einschränkungen, bei denen ist es auch so, die sind sehr gerne im Netz unterwegs und wenn dann zum Teil noch stärkere Bewegungseinschränkungen dazukommen, ist das Internet natürlich eine besondere Erleichterung, auch das Einkaufen übers Internet oder eben Lernen übers Internet. Die Voraussetzung eben Barrierefreiheit. Wie nutzen Menschen mit eingeschränkter Handmotorik das Internet? Wie gesagt, das ist im Grundsatz ganz unterschiedlich, aber was ich eigentlich rüberbringen möchte, ist, dass die Nutzergruppe eben oft Schwierigkeiten hat, die Maus, also herkömmliche Mäuse oder Touchpads zu benutzen. Und deswegen bedienen, steuern die das Internet je nach Ausprägung rein über die Tastatur. Es gibt auch spezielle Tastaturen, Einhandtastaturen. Es gibt aber auch natürlich für Menschen mit stärkerer Einschränkung noch einfachere Taster bis hin zur Sprachsteuerung. Auch hier eine Barriere, die ich Ihnen vorstellen möchte für Menschen mit motorischen Einschränkungen, die eben rein über die Tastatur navigieren. Für sie wäre eine Barriere, wenn ein Internetauftritt nicht tastaturbedienbar ist. Das heißt, man kennt die Bedienbarkeit über die Maus. Das ist im Regelfall eigentlich sehr gut berücksichtigt. Und die Tastaturbedienbarkeit, da gibt es eben häufig Probleme und man kann das eben mal bei seinem eigenen Auftritt testen, indem man mit der Tabulator-Taste durch den Internetauftritt hüpft, tappt, sagen wir. Wir gehen darauf auf die Prüfung und die Tastaturbedienbarkeit auch in unserem morgigen Webinar nochmal ein. Also wenn wir jetzt Zugänglichkeit schaffen wollen für Menschen, die eben mobilitätseingeschränkt sind, dann ist die Tastaturbedienbarkeit eine ganz elementare Sache. Es gibt auch eine Anforderung, die heißt Fokushervorhebung bei Tastaturbedienung. Man kennt es auch aus der Bedienung mit der Maus. Wenn man mit der Maus einen Link oder ein Element fokussiert, dann reagiert es zum Beispiel mit einem Farbwechsel, mit einer Fettung, irgendeine visuelle Hervorhebung. Und ähnlich muss es eben auch bei der Tastaturbedienung sein, damit Menschen, die eben durch die Internetseite tappen, eben auch wissen, wo sie sind und sich orientieren können. Und klar, eine schlüssige Tap-Reihenfolge, also dass man nicht von oben links nach unten rechts hüpft, sondern dass die Tab-Reihenfolge eben auch Sinn macht. Das sind auch so eine Auswahl von Anforderungen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, nur dass man da mal so ein Gefühl kriegt.
Ja, jetzt möchte ich Ihnen unseren Kollegen Robby vorstellen. Auf dem Bild sieht man einen Mann mit langen braunen Haaren und Schnauzer an einem Computerarbeitsplatz sitzen. Er hat einen Kopfhörer im Ohr. Vor ihm liegt eine Braillezeile, darauf die Tastatur. Ja, Robby ist IT-Referent bei uns und blind. Und er arbeitet im Internet oder am Computer mit einem sogenannten Screenreader, einer Braillezeile und einer Sprachausgabe. Der Screenreader ist ein Bildschirmleseprogramm, das den Bildschirminhalt ausliest und die Inhalte über die Sprachausgabe als Sprache vermittelt und über die Braillezeile in Blindenschrift ausgibt. Für Robby ist das Internet extrem wichtig. Klar, früher gab es weniger Materialien in Blindenschrift. Bücher und Zeitungen muss man sich zum Teil vorlesen lassen. Post, auch jeder Liebesbrief, musste von anderen geschrieben oder vorgelesen werden. Und im Web kann er sich selbstständig bewegen, sich Inhalte ausgeben lassen. Das ist natürlich auch eine ganz große Bereicherung. Ganz kurz nochmal was zu diesem komplexen Stück Software, dem Screenreader, dem Bildschirmleseprogramm. Es ist so, der Screenreader linearisiert, das heißt, der gibt die Inhalte einer Webseite eben ohne Layout aus, und bei unserer Projektwebseite würde er die Menüführung wie folgt ausgeben. Man sieht jetzt auf einem Screenshot die Menüzeile praktisch mit Layout. Das ist zum Beispiel die Rubrik das Projekt, warum Barrierefreiheit umsetzen, Barrierefreiheit testen. Und wenn man sozusagen das Layout ausschaltet, dann sieht man diese Ansicht, wie sie auf dem zweiten Bild zu sehen ist, wo eben steht Navigation, und dann kommen wieder die Rubriken das Projekt, warum Barrierefreiheit umsetzen, Barrierefreiheit testen und so weiter. Das ist sozusagen eine Aufgabe des Screenreaders, der macht noch viel mehr, das werden wir in den nächsten Tagen kennenlernen. Er interpretiert HTML-Code und macht eben dadurch für blinde Menschen eben auch Struktur wahrnehmbar. Wenn wir Zugänglichkeit schaffen wollen für blinde Nutzer, dann müssen wir neben der Tastaturbedienbarkeit auch an Alternativtexte für Grafiken denken. Also blinde Menschen können natürlich Bilder oder Buttons nicht sehen, deswegen müssen die mit Alternativtexten hinterlegt werden. Und Textinhalte müssen eben mit entsprechenden HTML-Elementen strukturiert werden. Dann kann eben so eine Seite eben mit Überschriftenstrukturen, mit Absätzen und allen Elementen, die es da gibt, eben auch von einem blinden Nutzer gut interpretiert werden. Und er kann sich da gut zurechtfinden. Ja, und als letzte Nutzerin möchte ich Ihnen noch die Jana vorstellen. Auf dem Foto sitzt eine blonde Frau am Laptop in einem Konferenzraum. Und ja, Jana kennen wir auch aus dem Projekt zum Thema Schwerhörigkeit. Früher war sie in einer Werbeagentur tätig und heute berät sie Unternehmen zum Thema Schwerhörigkeit und Tinnitus. Sie hat nämlich im Alter von 20 Jahren durch einen Hörsturz ihr Hörvermögen relativ stark verloren, ist jetzt heute hochgradig schwerhörig. Und Jana ist auch total gerne im Web unterwegs, weil ihr das Telefonieren schwerfällt, findet sie natürlich auch E-Mail eine tolle Sache. Ja, und für sie ist natürlich Barrierefreiheit auch die Voraussetzung, um alles, was auf Webseiten akustisch vermittelt wird, zum Beispiel ein Audio oder ein Video, eben wahrnehmen zu können.
Auch da möchte ich Ihnen eine Barriere vorstellen. Und zwar wäre das die fehlende oder falsche Untertitelung. Ja, ich habe Ihnen hier mal einen Screenshot von unserem Projektvideo eingebaut. Und das liegt auf meinem heimlichen YouTube-Kanal. Und den habe ich deswegen, weil ich eben weiß, dass YouTube-Videos oder die Plattform YouTube sehr gerne genutzt wird. Und neuerdings, seit einigen Jahren, werden YouTube-Videos automatisch untertitelt. Der Pfeil zeigt auch auf das Untertitel-Icon, mit dem eben diese Untertitelung ein- und ausgeblendet werden kann. Deswegen ist heute eine Barriere nicht nur eine fehlende Untertitelung, sondern zum Teil eben auch falsche Untertitel, denn je nach Qualität der Tonspur sind die Untertitel, die die automatische Spracherkennung von YouTube hinterlegt, eben qualitativ so, dass sie eben nachbearbeitet werden müssten. Und das ja, ist, denke ich mal, leider noch relativ unbekannt, dass das recht einfach geht. Da werden wir aber auch die Tage noch drauf eingehen. Und ja, Untertitel, eine ganz wichtige Sache für Menschen mit Höreinschränkungen. Und bei Audios würden höreingeschränkte Nutzer eine Textalternative brauchen. Ja, jetzt habe ich Ihnen vier Nutzerinnen und Nutzer stellvertretend für vier wichtige Nutzergruppen vorgestellt. Ich beende jetzt hier mal das Eintauchen, aber ich möchte den Kreis noch schließen. Denn von Barrierefreiheit profitieren noch mehr Menschen. Neben den sehbehinderten Menschen und den höreingeschränkten Menschen, den blinden Menschen und den motorisch eingeschränkten Nutzern profitieren auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Es profitieren mobile Nutzer, Nicht-Muttersprachler und ältere Menschen profitieren, denn viele, sag ich mal, altersbedingte Veränderungen betreffen eben auch die Sinne wie das Sehen und das Hören und deswegen werden die in den Kreis mit aufgenommen. Wir sagen, alle profitieren von einem barrierefreien Internet. Das ist unsere Nachricht. Und deswegen, denke ich mal, heißen wir auch BIC für alle. Das geht sogar noch weiter. Es profitieren nämlich nicht nur die Nutzer, sondern auch die Anbieter haben Vorteile von barrierefreiem Webdesign. Wir haben es jetzt gerade gehört. Wer barrierefreie Webseiten anbietet, hat eben für eine breite Zielgruppe optimiert. Das heißt, er hat alle Nutzerinnen und Nutzer im Blick und lässt niemand außen vor. Barrierefreie Internetseiten sind auch besonders nutzerfreundlich, weil sich eben viele Anforderungen der Barrierefreiheit auch mit guter Usability, mit guter Gebrauchstauglichkeit treffen. Das ähnlich läuft es bei der mobilen Nutzbarkeit. Auch da ist es so, dass eben Anforderungen von barrierefreiem Webdesign eben für die mobile Nutzung hilfreich sind. Und wir sagen immer ein bisschen flapsig, auch Google ist blind. Barrierefreie Webseiten sind besonders suchmaschinenfreundlich, weil eben ganz viel Informationen in den Seiten sind, die eben Google interpretieren kann. Ja, jetzt haben Sie ganz viel gehört von Anforderungen, wie Menschen mit Behinderung im Netz unterwegs sind. Und jetzt kommt eben ein ganz wichtiger Standard ins Spiel, der hier sozusagen die ganzen Anforderungen zusammenfasst. Und das ist Das sind die Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG. Das ist sozusagen der internationale Standard für Barrierefreiheit im Web. Und die WCAG wird von einer Arbeitsgruppe des World Wide Webs, also des W3Cs, entwickelt, die speziell sich um Zugänglichkeit kümmert. Und die WCAG ist auch Bestandteil einer europäischen Norm, der Norm EN 301549.
Momentan liegt die WCAG in der Version 2.0 vor. Ja, und auf die WCAG möchte ich ein bisschen näher eingehen. Es ist so, dass die WCAG eben vier Prinzipien hat und in diesen vier Prinzipien werden eben die insgesamt 61 Erfolgskriterien kategorisiert. Und das sind eben ganz wichtige Prinzipien. Ich lese die mal vor. Das ist die Wahrnehmbarkeit, die Bedienbarkeit, die Verständlichkeit und die Robustheit. Und wenn ich jetzt noch mal ganz kurz was zu diesen vier Prinzipien der WCAG sage, dann werden Ihnen vielleicht einige Anforderungen schon bekannt vorkommen. Ja, Webseiten müssen wahrnehmbar sein, Inhalte müssen wahrnehmbar sein. Beispiele, der blinde Nutzer zum Beispiel, für den müssen Elemente per Screenreader wahrnehmbar sein, zum Beispiel ein Bild durch einen Alternativtext. Oder es muss klar sein, es handelt sich hier um ein Videoelement. Für seheingeschränkte Menschen müssen Inhalte wahrnehmbar sein, zum Beispiel durch gute Kontraste. Für höreingeschränkte Menschen müssen Inhalte wahrnehmbar sein, zum Beispiel durch eine Untertitelung als Alternative zur Sprache, zum Hörbaren. Ja, das Prinzip bedienbar. Bedienelemente sollen bedienbar sein und das ist eben die, vor allem die ganz wichtige Tastaturbedienbarkeit, die eben sowohl blinde Menschen als auch motorisch eingeschränkte Nutzer brauchen eben und die sollte eben neben der Mausbedienbarkeit vorhanden sein. Ja, Webseiten sollen verständlich sein. Inhalte und Elemente sollen verständlich sein. Dieses Prinzip hat so ein bisschen zwei Aspekte. Das eine geht eher so in so einen Usability-Bereich. Das heißt, zum Beispiel muss es eine verständliche und konsistente Navigation geben. Ein Aspekt kann da zum Beispiel ein sogenannter Breadcrumb sein, also so ein Linkpfad, der dem Nutzer zeigt, wo in der Hierarchie er sich gerade befindet. Das Thema Verständlichkeit hat aber auch noch einen weiteren Aspekt. Zum Beispiel muss eben ein Webinhalt verständlich mit den eingesetzten Hilfsmitteln sein. Und heutzutage, das geht uns auch häufig so, wenn wir Texte einpflegen, ist es eben so, dass häufig auch englische Begriffe genutzt werden. Die müssen zum Beispiel ausgezeichnet werden als englische Textstellen, um eben dem Screenreader-Nutzer beispielsweise richtig ausgegeben zu werden in englischer Aussprache. Und auch das ist eine Frage der Verständlichkeit. Ja, robust. Der Inhalt muss robust sein, damit der Zugang mit aktuellen und zukünftigen Technologien möglich ist. Das ist so ein bisschen das Thema Geräteunabhängigkeit, Standardkonformität. Ja, und dann möchte ich Sie noch auf zwei wichtige Gesetze hinweisen, die einfach jetzt auch in den nächsten Tagen werden die Begriffe immer wieder fallen. Deswegen will ich sie einfach hier kurz vorstellen. Ein wichtiges deutsches, eine deutsche Verordnung, eine wichtige deutsche Gesetzgebung dreht sich um die BITV. Das ist die barrierefreie Informationstechnikverordnung, momentan in der Version 2.0. Und es ist so, die BITV ist eine Ergänzung des Behindertengleichstellungsgesetzes und das Behindertengleichstellungsgesetz hat eben Bundesbehörden 2002 zu barrierefreien Webseiten verpflichtet und in der BITV wird eben definiert, welche Anforderungen diese Webseiten von Bundesbehörden erfüllen müssen. Und damals hat man eben diese Verordnung erlassen. Die wurde auch inzwischen schon überarbeitet
Und grundsätzlich kann man sagen, dass eben die BETV die WCAG wiedergibt. Das heißt, damals bei der Gesetzgebung hat man sich an diesen WCAG-Richtlinien orientiert und hat die sozusagen fast deckungsgleich übernommen. So viel zur BETV. Auf jeden Fall ein Kürzel, was man sich merken sollte. Und eine weitere Sache, die eben auch ganz spannend ist von der Entwicklung. Ja, im Dezember 2016 ist eine EU-Richtlinie in Kraft getreten und die heißt EU-Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen. Das hört sich jetzt ein bisschen komplex an. Es ist einfach kurz gesagt so, dass die EU-Richtlinie alle öffentlichen Stellen von der Bundes- bis zur kommunalen Ebene zu barrierefreien Internetseiten und barrierefreien Apps verpflichtet. Vom Gesetzgebungsverfahren ist es jetzt so, nach 2016, nach dem Inkrafttreten, muss diese EU-Richtlinie innerhalb von 2 Jahren in deutsches Recht übertragen werden. Das heißt, das ist in gut einem Jahr der Fall. Und ein Jahr später, da gibt es dann eben so Umsetzungsfristen, müssen neue Webseiten barrierefrei sein von öffentlichen Stellen. Und ab September 2020 eben auch bestehende Webseiten. Das heißt, da kommt sozusagen durch die EU-Richtlinie auch für alle öffentlichen Stellen, also das sind sozusagen neben den Kommunen auch alle Einrichtungen wie öffentlich-rechtliche Krankenhäuser, Gerichte, Polizeistellen und so weiter, die eben sich um die Barrierefreiheit ihrer Internetseite kümmern müssen. So viel zu den Gesetzen. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, einiges über die Vorteile von barrierefreiem Webdesign erfahren und auch schon ein bisschen was zu den gesetzlichen Verpflichtungen, die da kommen. Man kann sagen, insgesamt spricht bestimmt vieles für barrierefreies Webdesign. Jetzt interessiert mich einfach mal, wie steht es eigentlich bei Ihnen? Haben Sie schon vor diesem Webinar sich mit barrierefreiem Internet beschäftigt oder ist das ganz neu für Sie? Wir haben als Antwortmöglichkeiten, nein, das Thema ist neu für mich oder ich habe schon etwas von Barrierefreiheit gehört oder ich habe mich schon ausführlicher damit beschäftigt. Und die vierte Möglichkeit, ja, ich habe bereits barrierefreie Webangebote erstellt. Ja, noch fast, nein, über 80, nein, fast 90% haben auch schon geantwortet. Vielen Dank. Ja, wir sind schon über 90%, dann schließe ich auch die Umfrage und zeige Ihnen die Ergebnisse. Vielen Dank für die superschnellen Antworten. Die meisten, 41%, haben schon etwas von Barrierefreiheit gehört. 35% haben sich schon ausführlicher damit beschäftigt. 16% haben auch barrierefreie Webangebote erstellt. Und für 9% ist das Thema noch ganz neu. Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz tolle Sache. Erfahrungen, wenn wir mit Unternehmen oder Verwaltungen über Barrierefreiheit im Internet sprechen, ist eigentlich, dass das Thema noch weitgehend unbekannt ist. Wir freuen uns, dass wir hier so viele interessierte und auch schon zumindest informierte Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Ich komme jetzt hier einfach zu unserem Projekt BIG. Wir sind ja angetreten, um das Thema Barrierefreiheit im Internet voranzubringen. Und Frau Glas-Peters hat es ja auch schon gesagt, BIG, barrierefrei informieren und kommunizieren.
und ist eine Projektreihe, die es eigentlich schon seit 2002 gibt und immer gefördert durchs Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und weil eben 2002 die erste BITV erlassen wurde, war die damalige Aufgabe, die BITV handhabbar zu machen, für die Umsetzung barrierefreier Webseiten Instrumente zu entwickeln, die da unterstützen. Und da wurde in den ersten Projekten der sogenannte BITV-Test entwickelt. Wir gehen, wie gesagt, in den nächsten Tagen nochmal genauer auf den BITV-Test ein. Es ist ein Instrument, ein Testverfahren, um eben die BITV handhabbar und überprüfbar zu machen. Und ja, steht eben in verschiedenen Testvarianten zur Verfügung und ist eben seit 2002 natürlich vor allem bei Organisationen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, natürlich hauptsächlich bei Bundesbehörden, häufig genutzt worden, entweder eben als Expertentest oder als kostenfreie Selbstbewertung. Ja, aber weil wir eben gemerkt haben, das Thema Barrierefreiheit im Internet ist eigentlich im Bereich des Öffentlich-Rechtlichen ganz gut angekommen, aber eben bei Unternehmen in der Privatwirtschaft noch häufig unbekannt, sind wir eben mit dem Projekt BIG für alle angetreten, um in 4 Handlungsfeldern aufzuklären. Und ich habe hier Icons eingebunden zu unseren 4 Handlungsfeldern. Das erste Icon zeigt ein paar Hochhäuser, dieses steht für den Bereich Wirtschaft und Handel. Die sprechenden Menschen für den Bereich Soziales und Kommunen. Das aufgeklappte Laptop mit dem Play-Button steht für den Bereich Aus- und Weiterbildung. Und als 4. Handlungsbereich haben wir den Luftverkehr. In diesen Handlungsfeldern haben wir eben Partner gefunden. Ein Partner beispielsweise im Bereich, im Handlungsfeld Soziales ist eben Helfen. Wir haben aber auch noch weitere Partner, die eben mit uns Aufklärungsinitiativen durchführen, die eben Modellprojekte mit uns durchführen und die Erfahrungen, die Materialien, die wir entwickeln, die Ergebnisse veröffentlichen wir eben auf unserer Internetseite BIG für alle. Innerhalb unseres aktuellen Projekts haben wir auch noch unsere Testinstrumente weiterentwickelt. Es gibt inzwischen eben auch ein Testverfahren, mit dem man sich nach WCAG testen lassen kann. Ich möchte Ihnen noch kurz abschließend was zu unserer Seite sagen, der Seite www.big-für-alle.de. Wie gerade schon gesagt, das ist sozusagen ein Informationsportal mit ganz vielen Basisinformationen zum Thema barrierefreies Internet, mit ganz vielen Leitfäden, die bei der Umsetzung unterstützen sollen, mit Praxisbeispielen, mit den Testverfahren, die wir anbieten und eben auch mit Informationen speziell für verschiedene Handlungsbereiche. Geh da mal rein, um Ihnen das kurz zu zeigen. Ich hoffe, Sie sehen die Seite gut. Ich möchte einfach kurz die beiden oder 3 wichtigsten Rubriken vorstellen. In der Rubrik Warum Barrierefreiheit kann man ganz vieles nachlesen, nochmal über die Vorteile von barrierefreiem Internet, über die Nutzer, da werden nochmal unsere Nutzer, die ich auch heute vorgestellt habe, also Carsten können Sie da wieder treffen, Heidi, Jana und auch noch weitere Nutzer. Wir haben in der Rubrik Gesetzgebung und Standards nicht nur die WCAG und die BITV, sondern auch andere gesetzliche Entwicklungen zusammengefasst.
zum Thema rund ums Thema barrierefreies Internet. Und eine ganz interessante Rubrik ist auch die Rubrik Barrierefreiheit umsetzen. Da liegen verschiedene Leitfäden, Leitfäden für Webseitenanbieter, für Agenturen, für Redakteure, speziell zum Thema barrierefreie Online-Videos, Leitfäden zur leichten Sprache, Gebärdensprache. Also das ist sicherlich eine Rubrik, in der man viel Umsetzungswissen finden kann. Und zuletzt nochmal den ganzen Bereich Barrierefreiheit testen, wo eben unsere verschiedenen Testverfahren zu finden sind. Wie gesagt, unsere Seite, wenn man sie mal so anguckt, ist eigentlich modern und spritzig und sie ist komplett barrierefrei. Man sieht es auch daran, dass man schon hier die Icons leichte Sprache, Gebärdensprache findet. Das heißt, bei uns sind Informationen in leichter Sprache und Gebärdensprache hinterlegt. Und auch ansonsten haben wir eben darauf geachtet, alle Anforderungen der WCAG und BTV zu erfüllen. Ja, das war's für heute von mir, von meiner Seite. Ich danke jetzt hier erstmal fürs Zuhören.